Erst einmal vielen Dank, dass du für dieses Video eingeschaltet hast. Offensichtlich interessierst du dich dafür, wie du ein Zigbee-Gerät mit dem Home Assistant koppeln kannst. Ich gebe dir in diesem Video einen Tipp, welche Hardware sich dafür sehr gut eignet. Ich zeige dir aber auch, wie diese Integration am Raspberry Pi durchgeführt wird, wie du das Gerät koppelst und was du genau in Home Assistant machen musst, damit das Gerät erkannt wird. Viel Spaß! Hier siehst du das Zigbee-Gerät, das ich koppeln will. Das ist ein Stecker von Lidl, der hat 10 Euro gekostet und für das Zeigen hat er den großen Vorteil, dass er sich per Tastendruck immer wieder in den Werkszustand zurücksetzen lässt. Dieser Stecker spricht das Funkprotokoll Zigbee. Hast du vielleicht hier hinten schon gesehen, da steht Zigbee schon auf meinem Karton drauf. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das Heimnetz kompatibel macht zum Funkstandard Zigbee. Mein Ziel war es ja, eine Offline-Cloud hier zu erstellen, also offline meine Geräte verwalten zu können, ohne dass ich eine Cloud im Internet benötige. Wenn auch das dein Ziel ist, dann würde ich dir empfehlen, eine von diesen beiden Möglichkeiten, die ich jetzt zeige, zu verwenden. Es gibt von Texas Instruments diesen relativ günstigen Stick, den kann man so für 10 Euro, glaube ich, kaufen, je nachdem, ob man in Deutschland kauft oder in China kauft. Das hier ist so ein 3D-Druckergehäuse. Ja, der ist relativ günstig und ist für einen Einstieg ganz nett. Hat aber den Nachteil, dass er nur mit, glaube ich, 30 Geräten zurechtkommt oder 20. Der schafft nicht so viele Geräte im Heimnetz. Umso größer das Heimnetz wird, umso ärgerlicher wird es dann, wenn du eine neue Station für das Zigbee-Protokoll brauchst, denn dann musst du alle Geräte wieder neu koppeln. Deshalb würde ich dir empfehlen, gleich von Anfang an diese Kombi hier einzusetzen. Die kostet zwar 40 Euro, die ist aber in der Handhabung deutlich einfacher. Zum Beispiel kann ich die Firmware direkt über USB flashen und muss nicht einen Debugger benutzen und habe so ein bisschen Bastelei hier mit diesem Texas Instruments Gerät. Zum anderen ist die Integration sehr gut mit Home Assistant kompatibel. Ich brauche hier nicht mal diese Decons App extra installieren. Dazu kommen wir dann aber am PC noch genauer. Also, was muss ich hier vorbereiten? Der Raspberry Pi ist aktuell noch nicht verbunden mit der Decons oder mit dem Decons USB Stick. Kombi heißt das Ding natürlich, die, ja, irgendwie, das ist, P heißt Foscon, die Software heißt Decons, der Stick heißt Kombi, also ich komme nicht mehr klar, das Ding ist einfach die Kombi und die verbinde ich jetzt mit dem Raspberry Pi. Ich nehme mal einen USB 2.0 Port, denn von der hohen Geschwindigkeit profitiert der Stick nicht. So, den haben wir jetzt einmal verbunden, okay. Am besten immer mit Kabel verbinden, das soll wohl irgendwie die Funkreichweite verbessern, deshalb habe ich das jetzt hier auch so gemacht. Gut, den lege ich mal zur Seite und den Stecker lege ich mal hier hin, da machen wir aber jetzt erstmal noch nichts mit. Wir sehen uns jetzt erstmal am PC wieder und zwar in meinem Home Assistant. Hier kannst du ganz einfach links auf Einstellungen klicken und hier gibt es dann die Möglichkeit Integrationen auszuwählen. Da klicke ich mal drauf und hier sehe ich so ein paar Geräte, die jetzt der Home Assistant schon bei mir erkannt hat. Wie du vielleicht schon siehst, ist das Zigbee-Gerät nicht dabei. Um das zu ändern, habe ich rechts unten den Button Integration hinzufügen. Den klicke ich einmal und bei Integration kann ich jetzt Zigbee suchen. Das würde auch schon direkt funktionieren. Man kann jetzt aber auch Decons suchen. Und hier habt ihr das P von der Foscon-App, also hier wieder diese typische Namensverwirrung von dieser Kombi. Decons ist wirklich vom Hersteller der Kombi ein Add-on hier oder eine Integration. Auf den ersten Blick macht es vielleicht Sinn, diese zu verwenden. Auf den zweiten Blick macht es aber weniger Sinn und das erkläre ich dir auch warum. Wenn du diese Integration verwenden möchtest, bist du immer gezwungen, den Stick direkt zu koppeln mit der Decons App. Die muss extra installiert werden. Du hast also eine extra Instanz der Decons App und damit koppelst du erstmal das Gerät, um es dann wiederum in den Home Assistant einzufügen. Ich habe mir gedacht, ich spare mir diesen Zwischenschritt und nehme hier direkt die Zigbee-Automation oder die Zigbee Home Automation Integration. Die unterstützt offiziell die Kombi. Das kann man auf der Dokumentationsseite nachlesen. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. Einfach hier draufklicken und hier fragt er mich jetzt nach dem Gerätepfad. Das Tolle ist hier, er kann mir direkt den Namen der Kombi anzeigen. Also ich muss jetzt hier nicht raten, welcher es ist, sondern ich sehe direkt, aha, ACM0 ist es bei mir, Kombi 2 einfach auswählen und auf Absenden drücken. Das dauert jetzt einen kleinen Moment und jetzt ist das Gerät auch hinzugefügt.
Er sagt jetzt, er hat schon Geräte gefunden. Auf der rechten Seite verrate ich euch schon mal, das ist mein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor von Sonoff oder Sonoff oder wie auch immer man das spricht. Hier kann ich jetzt noch einstellen, wo genau sich das Ding befindet. Bei mir ist das halt das Arbeitszimmer. Das hat noch keinen festen Bereich, deshalb lasse ich das mal leer und ich gehe hier auf Fertig. So, jetzt habe ich hier diese Zigbee-Integration. Wie kriege ich jetzt den Stecker da rein? Also im Prinzip, wie kriege ich da ein neues Gerät rein? Zurück an meinem Arbeitsplatz hier. Hier ist wieder mein Stecker und ich stecke den einmal rein in die Steckdose. Du siehst hier, dass der das Blinken anfängt. Und bei dem Stecker bedeutet Blinken, dass er im Kopplungsmodus ist. Die Kombi lege ich mal auch wieder ins Bild. Ich gehe zurück zum PC, klicke jetzt hier auf diese zwei Geräte bei der Zigbee Home Automation und rechts unten kommt der Button Gerät hinzufügen. Jetzt sucht er nach allen Geräten, die er finden kann, die jetzt im Kopplungsmodus sind. Der Stecker ist im Kopplungsmodus und wird dementsprechend relativ schnell gefunden. Der Gerätename ist hier ein bisschen kryptisch, deshalb nenne ich den einfach Lidl-Stecker. Steckt bei mir im Arbeitszimmer. Ja, und das war's. Wenn das Ding grün ist hier, heißt das Initialisierung abgeschlossen und ich muss nichts mehr weitermachen. Ich kann einfach auf Zurückgehen. Ich kann jetzt hier nochmal auf den Stecker gehen und die Funktion kann ich prüfen. Du schaust mal auf das Licht im Video und zack, Stecker ein und aus. Hat super funktioniert. Das war's jetzt schon für dieses Video. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen bei der Integration von Zigbee-Geräten in dein Heimnetzwerk mit Home Assistant. Wenn du weiter solche Videos sehen möchtest, dann freue ich mich natürlich über ein Abo. Oder wenn du die Kombi direkt kaufen möchtest, schau doch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du meinen Amazon Affiliate Link. Das würde mich sehr freuen, wenn du den zum Kaufen benutzen würdest.